Hallo und willkommen zu einer neuen Folge, zu einer neuen kurzen Folge von Space Engineers. Ich bin heute nur mal kurz da, um ein paar Sachen zu checken und um tatsächlich ein paar Überlegungen, die ich jetzt zwischenzeitlich gemacht habe, mal hier vor Ort ein bisschen aus zu über, naja, zu verifizieren, sagen wir es mal so. Und zwar geht es ja jetzt in nächster Zeit darum, dass wir mal unser Mining hier, den Mining-Prozess mal ein bisschen in Schwung bringen müssen. Und ich habe hier schon so ein kleines Teil gebaut. Das war mal so ein Versuch. Das ist mal so ein Versuch, ein Schiff zu bauen, das oder einen Miner zu bauen, mit dem man kurz und knapp tatsächlich minen kann. Und die Überlegung ist, man kann natürlich sowas immer als Fluggerät bauen. Das war meine erste Überlegung, das als Fluggerät auszuführen. So wie halt üblicherweise vorne zwei oder drei Bohrer dran. Oder als Rover. Und meine Überlegung war jetzt ehrlich gesagt mal was anderes auszuprobieren. Tatsächlich so einen kleinen Rover zu bauen, der aber nicht vorne irgendwie die Bohrer dran hat, sondern hinten. Und zwar hinten tiefer als er selber ist, als die Räder sind. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt richtig ausdrücken kann. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie ein Bulldog, also ein Tracker, der hinten einen Pflug zieht. Und wenn wir jetzt überlegen, wir haben hinten irgendwo sozusagen an der Ladefläche des Trackers, in Anführungszeichen, oder hinten, wo immer alles angedockt wird, haben wir so ein Gerät, ja, ich sag mal, irgendwie mit so Hinges, also mit Gelenken, wo wir drei oder vier Bohrer parallel, die so parallel laufen, angeordnet sind, nach unten wegklappen kann. Sodass im Prinzip der, und ich denke mal, die Bohrer können so Meter tief wahrscheinlich bohren. Man könnte das jetzt auch noch staffeln, dass man sagt, okay, wir machen hier mal Ding, damit ich hier sehe, welche Erze hier wirklich sind. Da ist also hauptsächlich hier Eis. Man könnte das auch staffeln, dass wir sagen, wir bauen zwei Stufen sozusagen. Ne? Die erste Stufe, die einen Meter tief reicht und dahinter nochmal etwas, was eine Stufe tiefer reicht. Sagen wir mal auf 2 Meter dann. Ne? Dann könnte man hier übers Gelände fahren mit diesem Teil und die Bohrer hinten runterklappen. Ich brainstorme jetzt einfach mal so. Die Bohrer hinten runterklappen, was dann dazu führen würde, dass sozusagen eine 2 Meter tiefe, so ein 2 Meter tiefer Graben, 4 Bohrerbreiten breit, irgendwie so, aus der Landschaft gefräst wird. Und da ist natürlich dann viel Gestein, weil wir jetzt ja natürlich an der Oberfläche uns bewegen. Aber man könnte dann, und ich fliege mal kurz ein bisschen, damit es schneller geht, man könnte dann hier so ein Feld abernten. Ups, was ist hier? Da ist ein Loch. Nee, das ist ein Boulder. Okay. Das ist ein Boulder, ein Nickel-Boulder.
Und dann könnte man so einen Graben ausfräsen, 2 Meter tief. Und ich meine, die meisten Vorkommen, wenn ich jetzt hier so schaue, ja, die liegen schon tief, so 30, 15, das niedrigste sind 15 Meter tief. Hier haben wir Eisen zum Beispiel, das wäre schon mal ganz toll. Hier haben wir nochmal Eisen. Und naja, und dann würde man das einfach abschürfen, peu à peu. Hier ist also alles Eisen. Und keine Ahnung, was da drüben jetzt noch alles kommt. Was haben wir hier? Ich kann es gar nicht gut sehen. Nochmal Eisen. Und dann würden wir uns da langsam tiefer reinarbeiten, bis wir dann tatsächlich auch unter anderem das, das Erzvorkommen anschürfen, in Anführungszeichen. Und ich meine, wir produzieren da natürlich jede Menge, das ist hier ein riesen Eisenfeld, jede Menge Stein, das können wir raffinieren und in kleinen Mengen, sage ich mal, Nickel und Eisen gewinnen. Oder wir können es im Prinzip über einen Sorter auch raussortieren und wegwerfen. Ja, das wäre die andere Möglichkeit. Wenn wir es jetzt, sage ich mal, effizient in Anführungszeichen gestalten wollen. Ne? Wenn wir also nicht wollen, dass wir uns da lang mit dem Gestein irgendwie plagen. Wobei ich im Moment gar nicht sagen würde, dass das jetzt ein großer Nachteil wäre, ehrlich gesagt. Also weil wenn wir mal hier auf diese Tiefe, ich sag mal, jetzt ist hier ein Rieseneisenfeld, ja, und wenn wir jetzt hier mal sagen, wir sind auf dieser Tiefe von 20, 30 Metern, das heißt, wir müssten da zehnmal bohren oder zehnmal hin und her fahren, bis wir in der Tiefe sind. Aber wenn wir dann da mal sind, dann liegt dieses ganze Erzfeld sozusagen frei vor uns und wir können das im Prinzip abschürfen, wie wir wollen. Ich meine, solche Löcher, wie wir hier haben, die sind natürlich ein bisschen ein Problem. Und jetzt müssen wir aufpassen, dass uns unser Jetpack nicht schlapp macht, bevor wir hier wieder Land gewinnen. Ja, gerade noch geschafft. Ja, ich hab's ausgeschaltet. Irgendwie mit dieser Jetpack-Steuerung komme ich noch nicht so ganz zurecht. Aber ja, sei es drum, das wird schon. Wir haben nur 40% Gesundheit. Ich hoffe mal, wir sterben hier draußen nicht. Dann könnten wir das ganze Erzfeld im Prinzip abbauen. Und ja, das hat irgendwie so seinen Charme, muss ich ganz ehrlich sagen, irgendwie. Und ich meine, die nächste Sache ist natürlich die, bei den geringen Kapazitäten, die wir hier haben mit dem Rover und so weiter oder mit den Containern, ist natürlich die Frage, wir können da nicht immer dann zu Base zurückfliegen und das dort abladen. Aber wenn ich den Phantom richtig verstanden habe, dann ist so seine Philosophie als er den Rover da entworfen hat, in der Größe, in der er ihn entworfen hat. Und das Ding ist ja durchaus ziemlich mächtig, in Anführungszeichen. Ne? Also wenn wir uns das Teil mal anschauen, hier, das ist eine kleine Base im Grunde genommen. Ne? Das ist eine Base auf Rädern. Und dann könnten wir jetzt hergehen und könnten sagen, okay, wir fahren hier mit dem Rover raus, könnten hier dann auch, jetzt kommt ein Sturm auf, könnten hier
dann im Prinzip, ich weiß jetzt nicht, was er da schon alles drin hat, aber er hat, denke ich, einige große Frachtcontainer schon reingepackt. Also wenn wir uns das hier mal anschauen, das ist ein ziemlich mächtiges Teil. Da ist genügend Platz. Ich fliege mal kurz hoch und dock mich da an. Oder ich gehe mal kurz ins Cockpit oder auf dem hier auf dem Verbinder, ohne dass ich da mein Jetpack offen haben muss. Und wir schauen uns mal kurz an, was wir hier drin haben. Wir haben hier Fracht. Ja. Okay, wir müssen einfach so suchen. Wir haben hier einen Eiscontainer, Connector Heck. Wir haben hier nochmal einen Container. Und da sehen wir schon 1,6 Millionen. Ne? Also Container, das ist ein zweiter Eiscontainer. Da haben wir 800.000. Dann haben wir hier nochmal einen Container mit 800.000. Dann ist hier ein Generator. Und naja, also wir haben, wenn ich es jetzt richtig zusammenzähle, haben wir zweimal, haben wir 1,6 und hier 1,6, haben wir 1,6 Millionen Liter mal 2, das wären 3,2 Millionen Liter Fassungsvermögen. Und wir haben hier, wenn ich es jetzt richtig sehe, keine Raffinerie drinnen. Nee. Aber das Ding hätte eigentlich genügend Platz, vermute ich mal, um schon mal Elite-Raffinerien. Ja, wenn wir jetzt hier mal kurz reinschauen, Raffinerien. Oder ich gehe mal auf Elite. Dann haben wir hier Oxygen Tank in der Elite Industrial Refinery. Also das ist hier die Elite Industrial Assembler und hier haben wir die Refinery. Ich schaue, wo sonst noch irgendwo was ist. Ah, das wäre es schon. Und wenn wir hier mal drauf schauen, kann mit Aufrüstmodulen aufgerüstet werden. Und meine Erfahrung mit diesen Elite-Teilen ist, dass die durchaus sehr, sehr, sehr effizient sind. Das heißt, wir müssten hier für eine entsprechende Energieversorgung am Rover sorgen und dann hier eine Raffinerie rein und könnten einen der beiden kleinen Container dazu verwenden, dann die fertigen Barren zu speichern. Und im Prinzip in der Zeit, in der man mit dem kleinen, sage ich mal, Miner rumfährt und Ressourcen einsammelt, Steine und so weiter einsammelt oder das Gestein abbaut und dann hier wieder herfährt und andockt und man müsste dann tatsächlich hier irgendwie, weil wir ja dann auf Rädern unterwegs sind, müssten wir irgendwas bauen, was einen Rüssel hat oder man baut das Ding ein bisschen weiter nach unten oder macht hier nochmal einen Abzweiger, um hier hinten, ich weiß gar nicht, ob das ein Pisten ist, vielleicht, macht hier nochmal einen Abzweiger hin, also einen Conveyor und macht hier unten auf halber Höhe nochmal irgendwie einen Verbinder, an den man dann mit dem Teil irgendwie vorne andocken kann. Ne? Man fährt da hin, zack. Was war jetzt die Meldung? Und entlädt schnell, möglichst schnell über einen Sortierer. Und ja. Das wäre eigentlich so meine Überlegung in der ganzen Sache, da so ein Teil zu bauen, mit dem Rover rauszufahren. Das Teil geht sozusagen ernten, fährt irgendwie rum, 5 Minuten, um den Speicher, den man dann an Bord hat, voll zu laden. Geht dann zum Rover, dockt dort an, lädt den ganzen Kram in den Rover und jetzt haben wir hier Meldungen. Ja, okay, da ist noch jemand am Server. Hallihallo. Ich habe hier den Chat nicht offen, deswegen, ich bin im Discord. Aber da ist im Moment noch keiner außer mir. Und ja, also das wäre so die Überlegung. Fährt mit dem Rover dahin, die Erntemaschine grast dann sozusagen Gestein und Erze und so weiter ab, fährt
einen kurzen Weg zum Rover, lädt den Quatsch in den Rover rein, über einen Sortierer relativ schnell zu entladen. Wenn es nicht so viel ist, dann dauert es eine Minute oder so. Der Rover kann dann mit entsprechenden Raffinerien das Zeug schon mal verarbeiten, egal ob Gestein oder Erz oder sonst was. Gestein geht umso schneller. Ich denke, da ist so eine Ladung, ist ja in Ruckizucki weggearbeitet mit, ich sag mal, 2, 3, 4 Raffinerien. Ich bin jetzt mal ein bisschen größenwahnsinnig. Dann müsste man mal testen. Ich meine, eine Ladung müsste halt in diesen 5 oder 10 Minuten weg, die der Ernter wieder braucht, um wieder eine neue Ladung Gestein hier abzuschürfen oder Erz abzuschürfen, das den ganzen Quatsch halt wegarbeiten können. Ne? Weil dann wäre das Gestein auch kein Problem. Dann würde man hier einfach mit dem Rover an so ein Feld fahren. Der Ernter fährt hier. Wenn er voll ist, fahre ich zum Rover, lade aus. Der verarbeitet sofort. Da hat man halt jetzt erstmal aus dem Gestein nur, was weiß ich, ein paar Kilo oder ein paar Tonnen Erze, also Barren. Aber das schadet ja nicht. Ich meine, ist ja egal. Ne? Und es ist nur die Zeit, die man halt braucht, um das Ding abzuschürfen. Aber das geht auch relativ schnell. Wenn ich sage mal pro Runde 5 Minuten und man braucht vielleicht 10 Runden, um so ein komplettes Feld einmal abzugraben, dann bin ich vielleicht 2, 3 Stunden beschäftigt, um so ein Feld freizulegen. Aber dann habe ich da ein komplettes Erzfeld, ob das jetzt Eis oder Eisen oder was auch immer ist, freigelegt und kann das komplette Erz mit dem Teil ohne Probleme abarbeiten. Und der Vorteil ist so ein bisschen, dass dieses Teil recht einfach zu bedienen ist und die Rover verbrauchen minimalst Energie. Also mit Rädern meine ich jetzt im Gegensatz zum Fluggerät, wo die Triebwerke ja ziemlich viel Energie ziehen, hat so ein Rover minimalen Energiebedarf. Das heißt, wenn man da so eine Elite-Batterie reinbaut oder 2, dann ist das Ding im Prinzip ewig unterwegs mit einer Ladung. Und die Bohrer selber verbrauchen jetzt auch nicht die große Menge an Energie. Also das wäre so mein Plan. Und ich weiß nicht, ob Phantom hier noch die Videos schaut, möglicherweise. Also wir setzen uns da mal ein bisschen in die Lobby und philosophieren so ein bisschen hier nochmal weiter. Also wenn Phantom vielleicht das Video schaut, ansonsten hinterlasse ich ihm in Discord nochmal eine Nachricht, dass ich da das eine oder andere jetzt in dem Sinne anstoßen würde. Und ja, dann würde ich mich mal dran machen, so ein Teil zu bauen. Das kann jetzt nicht so schwer sein. Man kann es ja so bauen, dass das Ding, sage ich mal, mit einigen Atmosphärentriebwerken ausgerüstet ist. Es muss jetzt nicht so schwer sein. Ja, ist jetzt die Frage. Weil wir müssen ja irgendwie noch runterkommen. Ne? Also entweder wir bauen von der Plattform, von unserem Hangar und der Hangarplattform nur irgendwie so eine Rampe, wo man runterfahren kann. Weil ich würde das ganze Ding natürlich gerne im Hangar bauen, wo ich Atmosphäre habe und nicht immer im luftleeren Raum arbeiten muss. Irgendwas hat er jetzt gemeint. Energy low, das kann es nicht gewesen sein, ne? Ja, ich gehe gleich nochmal auftanken. Ich wollte bloß zwischendrin mal schnell was essen. Um da nicht ganz auf dem Schlauch zu stehen. Hier ist die eine Flasche schon leer, die müssen wir auch gleich nochmal aufladen. Okay, also wir haben hier Wasser genügend und wir haben hier Food und wir haben geschlafen. H2, das Einzige ist jetzt unsere Gesundheit, sollten wir mal aufladen. Also das wäre so der Plan, so ein Teil zu bauen. Und das wäre jetzt kein großer Wurf, wo man jetzt sagen würde, ja, das ist jetzt so ein Megateil, so wie wir es früher gemacht haben mit diesen Mega-Frachtern und Mega-Minern. Wer meine älteren Folgen von Space Engineer kennt oder die mittleren, der weiß, dass ich da ganz gerne mal so größere Teile gebaut habe, die dann eben
jede Menge Kram abbauen. Und ich würde es hier meine Nummer kleiner versuchen. Und man kann dann tatsächlich, ja, hier mit dem Rover zusammen, damit der nicht ganz... Der ist ja super geeignet und da haben wir ja schon alles, was wir brauchen. Da würde ich jetzt vielleicht nochmal, ich weiß nicht, oben ist jetzt das Landedeck vorgesehen, scheinbar, dass Drohnen landen können. Ist jetzt die Frage, ob man das weiter so behält oder ob man sagt, man baut da oben vielleicht nochmal temporär, vielleicht sogar nochmal Speicher dran. Zwei, drei große Speichern und stellt nochmal zwei, drei Raffinerien hin oder zwei Raffinerien irgendwie. Mal schauen. Also das wäre meine Idee, in der Hinsicht was zu machen. Und dann eben solche Felder hier, weil das ist mir aufgefallen, dass das hier am Mars sind es immer solche kompletten Felder, ne? So Erzfelder. Hier komplett Eis, da drüben haben wir ein riesiges Feld mit Eisen, da oben war irgendwo was mit, ich weiß nicht, Gold und so weiter. Schwieriger wird es dann mit dem Konzept so ein bisschen, wenn es zu steil wird. Also an so einem Berghang ist das möglicherweise schon ein Problem mit so einem Teil. Das ist dann die Frage, wie man das macht, ob man da mit demselben Konzept dann noch ran kann oder ob man sich da was anderes überlegen muss. Dann doch vielleicht einen Flugminer für solche Fälle zu bauen, parallel dazu noch. Aber für diese normalen Felder hier, das habe ich ja gesehen mit diesem Miner, der flugfähig war. Das war ein tolles Teil, auf jeden Fall. Das war toll zu steuern und so weiter. Aber so ebenerdige Vorkommen abzubauen, ist da eher ein bisschen schwierig. Weil ich kann irgendwo zwar senkrecht reinbohren, aber ja, da muss ich ziemlich tief reinbohren, habe so einen Tunnel, in den ich dann rein raus. Was tue ich dann unten? Da, unten im Tunnel bin ich dann nicht wirklich beweglich. Vielleicht fehlt mir da auch ein bisschen die Erfahrung im Umgang mit solchen Sachen, aber da drin dann zu navigieren und zu sagen, ich bin dann sagen wir jetzt 30 Meter tief drinnen im Boden und heb dann so ein komplettes Feld aus irgendwie und hol mir da die Erze raus, stelle mir irgendwie schwierig vor, vor allem das Rein- und Rauskommen. Oder man fräst sich halt einen größeren Tunnel als Zugang. Aber wie gesagt, das wäre ja auch genauso möglich mit dem anderen Teil. Und ich meine, mit dem Rover kann man im Prinzip auch sagen, ich klappe diese Bohrer nicht nach unten weg, sondern ich habe die hinten einfach waagerecht und bohre mir da sozusagen erstmal sozusagen einen Tunnel rein. Mit einer bestimmten Neigung maximal. Das wäre auch eine Möglichkeit, ja. Und bohre mir so einen größeren Tunnel rein, um entsprechend Bewegungsspielraum zu haben. Und wenn ich dann unten am Erzvorkommen bin, dann höhle ich das sozusagen aus. Komplett. Wäre die andere Möglichkeit. Dann muss man sie nicht irgendwie von oben nach unten da durchbohren. Aber auch da wäre es wieder einfacher aus meiner Sicht. Ich fahre einfach nur rum und ziehe sozusagen die Bohrer hinter mir her und die meinen mir den ganzen Quatsch dann ab. Ne? Also, keine Ahnung. Ist so eine Überlegung. Also in dem Sinne würde ich das mal machen. Und ja, meine kurze Folge einfach, um hier so ein bisschen das loszuwerden. Und halt, wir müssen noch die Sachen auffüllen. H2, damit wir das nächste Mal wieder zur Verfügung haben. Und nicht erst wieder auffüllen müssen. Ja, also und das würde ich jetzt einfach mal versuchen zu machen und würde entsprechend so ein Teil mal versuchen zu bauen. Ja, und dann schauen wir weiter und testen das Ganze mal aus, damit wir hier mal ein bisschen Bewegung reinkriegen und unsere Base so ein bisschen rohstoffmäßig auch nach vorne bringen. Schauen wir mal. Gut, das wäre schon für diese kurze Folge. Ich habe heute leider nicht viel Zeit, aber es war mir ein Anliegen, da mal sozusagen ein bisschen was hören zu lassen und euch an meinen Überlegungen teilhaben zu lassen, wie es weitergeht. Also eine kurze Folge.
weiß nicht, wenn ihr Kommentare dazu habt, gerne schreibt die unten rein. Und wenn ihr es gut findet, einen Daumen hoch. Wenn ihr Anregungen habt oder schon Erfahrungen mit solchen Sachen habt, dann gerne auch Kommentare. Und wenn ihr neu seid und wissen wollt, wie es weitergeht mit der ganzen Chose hier, dann lasst gerne auch ein Abo da. Freut mich, hilft dem Kanal. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dann!